Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er macht einen Spaziergang, aber das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da kommt er wieder. Jetzt geht er erst zum Müller. Lass mich raten, sie begrüßen sich. Genau, und dann fragt er den Müller nach diesem doofen Brot. Der Müller hat aber keins. Sie verabschieden sich und er geht weiter. Immer dasselbe. Total doof. Du, er kommt direkt auf uns zu. Hallo ihr zwei, habt ihr vielleicht ein... Spaß dir doch einfach. Nein, ich habe kein Erdbeermarmeladebrot mit Honig, klar? Und jetzt sage ich dir mal richtig Bescheid. Du Langweilsvoll, wenn ich dich schon sehe, immer wieder kommst du mit derselben Idee und trampelst dann damit bei allen über den Hof. Sie ist ein Tom. Du bist doof. Du denkst wohl, dass du der Größte bist mit deinem Erdbeermarmeladebrot mit Honigmist und hältst dich wohl dabei noch für einen Philosoph. Aber sie ist ein Tom. Du bist doof. Und immer hast du dieses doofe blaue Kleid an. Und dein Kopf ist wie eine Bohne mit Brille und Haaren. Und dann dein doofer Jubel, dieser Dumpfbackenschwuf. Sie ist endlich ein Tom. Du bist doof. Hey Tom, was ist denn mit dir los? Lass mich in Ruhe, ich bin total doof. Doof? Wieso denn das, Tom? Na, ist doch klar. Das Erdbeermarmeladebrot mit Honig ist doof und mein Kleid ist doof und meine Haare und meine Brille und meine Bohne sind auch doof. So wie ich. Total doof. Sag mal, Tom, hast du vielleicht Mine und Mona die Motzer getroffen? Aber die beiden haben doch keine Ahnung. Meinst du? Na klar, denen müssen wir erstmal zeigen, was gut ist. Du weißt, was du magst. Was ist daran doof, Tom? Ist die Biene doof, weil sie den süßen Honig macht? Oh nein. Oder die Erdbeermaus, weil sie die schönsten Erdbeeren hat? Und das Krokodil beim Quetschen überwacht? Und dazu gibt's noch leckerer Brot von des Müllers Hof. Das ist ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig und gar nicht doof. Nein, es ist nicht doof. Es ist gar nicht doof. Und wie fühlst du dich jetzt, Tom? Total toll! Weißt du was? Eins der Brote teilen wir uns bei mir zu Hause und das andere lege ich hier ab. Vielleicht will es ja jemand. Ah, wunderbare Idee! Da gehen sie hin. Jetzt kriegt er seine Hälfte. Lass mich raten, jetzt veranstaltet er seinen Freudentanz. Genau, und so hat er schließlich ein halbes doofes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckt ihm so gut, als wär's ein doofes Ganzes. Und er verbringt noch den Rest des Tages wunschlos glücklich. Musik.